Guten Morgen, ihr lieben Makerlein, und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen. Für alle, die bei uns im Store KVP ABS bestellt haben, habe ich eine klitzekleine schlechte Nachricht. Aktuell hängt die Palette mit dem Material am Flughafen in Leipzig beim Zoll fest. Die haben noch ein paar Informationen benötigt, die haben wir denen jetzt nachgeliefert. Und man hat uns gesagt, dass das Material vielleicht, wenn es gut geht, morgen, also Freitag, den 3. Januar geliefert wird. Aber höchstwahrscheinlich erst nächste Woche. Das heißt, ich bitte euch noch ein bisschen um Geduld. Und wir versuchen, sobald das Material hier angekommen ist, entsprechend eure Pakete fertig zu machen und das Ganze rauszuschicken. Das so als kleines Update in Bezug auf das KVP ABS. Ich glaube, wir brauchen ein neues Wallmount. Letztes Jahr habe ich gesagt gehabt, dass wir uns um eine Version 2 von dem Wallmount kümmern, weil dieses zwar an sich ganz einfach zu drucken ist, aber ich da noch gerne ein paar optische Anpassungen machen möchte, das Ganze kleiner gestalten möchte, dass wir nicht mehr so viel Material verschwenden und dass diese kleinen Druckfehler, die dadurch entstehen, dass man keinen Support nutzt beim Drucken, auch verschwinden. Zudem möchte ich auch die Anzahl der benötigten Schrauben von 2 auf 1 reduzieren. Und ich würde sagen, wir labern nicht lange rum, gehen zu Fusion 360 rüber und fangen an, das Ding zu designen. Da sind wir auch schon in Fusion 360. Und wir starten auch gleich mit einer neuen Skizze. Und auf diese Skizze möchte ich beginnen mit einem Polygon-Shape. Dieser Polygon-Shape soll später 30 mm Durchmesser haben, also 3 cm. Zudem soll das Ganze mit der Unterkante am Raster ausgerichtet sein, einfach nur deswegen, weil es sich später leichter bearbeiten lässt, wenn es auf einer Achse liegt. Als nächstes müssen wir die Höhe von dem Objekt bestimmen. Ich mache das hier mit einer Versatzebene und sage, dass diese Versatzebene 100 mm, also 10 cm, über dem eigentlichen Objekt im Prinzip liegen soll. Und auf diese Versatzebene, die wähle ich jetzt hier aus, soll dann später das gleiche Polygon nochmal sein. Ich habe mir vorher, als ich mir das Konzept für diese Halterung überlegt habe, gedacht, okay, vielleicht baue ich einen Twist ein, also eine Drehung von diesem Polygonzylinder. Habe das aber wieder verworfen, weil ich ja eigentlich das Ziel erreichen möchte, dass das Ding sich einfacher drucken lässt und auch noch entsprechend halt mit einer Schraube an der Wand befestigt werden kann. Und das kann ich halt nur erreichen, wenn ich das Objekt so simpel wie möglich halte. Beide erstellten Polygone verbinde ich nun über das Werkzeug Erheben. Dieses finde ich unter Erstellen, Erheben und erzeuge damit einen Polygonzylinder. Zusätzlich möchte ich noch, dass auf dem gesamten Zylinder eine Möglichkeit besteht, dass die Waffen dort ein wenig einrasten, und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, eine Kerbe einzubauen. Diese Kerbe erreiche ich dann, indem ich über der Grundfläche, über dem Grundpolygon nochmal eine Versatzebene definiere. Und diese Versatzebene ist 10 mm über der eigentlichen Grundfläche. Von hier aus gehe ich dann nochmal 80 mm über die bereits 10 mm projizierte Versatzebene drüber und projiziere nochmal eine Versatzebene. Damit habe ich dann im Prinzip 80 mm Höhe und jeweils oben und unten 10 mm Platz. Eben beiden erstellten Rechtecke verbinde ich nun ebenfalls über das Erhebenwerkzeug. Dadurch wird allerdings kein neuer Körper erstellt, sondern der entstehende Körper wird vom bestehenden Polygonzylinder abgezogen. Dadurch erhalte ich dann meine Kerbe. Damit die Ecken dann innen drin nicht so rough sind, sage ich mal, oder so roh aussehen, winkle ich diese nochmal ein bisschen mit einer Faser ab. Ich finde, das sieht einfach besser aus und macht am Schluss einen besseren Eindruck. Soweit ist dann erstmal der Grundkörper fertig designt und kann soweit auch schon entsprechend eigentlich verwendet werden. Ich möchte jetzt aber zum Schluss noch ein paar Sachen machen, weil momentan kann man das Teil halt nicht an der Wand befestigen. Das bedeutet, wir brauchen nochmal irgendwie eine Möglichkeit, halt eine Schraube dadurch zu jagen und das Ganze an der Wand zu befestigen. Dafür gehe ich hin und erzeuge wieder von der Grundfläche an 2 Versatzebenen von jeweils 10 mm und nochmal oben drüber auf 80 mm Höhe auch nochmal eine Versatzebene,
und zeichne in beide ein Dreieck ein. Beide Dreiecke verbinde ich dann, wie schon zuvor bei der Kerbe, mit dem Erheben-Tool zu einem Ausschnitt aus dem eigentlichen Grundkörper. Und dadurch entsteht dann quasi eine halbe Pyramide als Öffnung in dem eigentlichen Grundkörper. Damit habe ich dann die Möglichkeit, auf der Basisplatte quasi einen Kreis zu zeichnen. Ich mache das jetzt hier mal 5 mm dick, damit die Schraube auch definitiv durchpasst und extrudiere dann diesen Kreis durch die Bodenplatte durch und erhalte so dann quasi die Öffnung, durch welche ich die Schraube dann später durchführen kann. Ich persönlich habe aber hier für die Montage an der Wand Senkkopfschrauben. Das bedeutet, ich möchte jetzt nicht, dass die ein bisschen überstehen, und aus diesem Grunde wähle ich nochmal den Kreis aus, den ich eben gezeichnet habe, und gehe auch hier nochmal mit einer Faser dran, dass ich dann später einfach wirklich die Schrauben komplett in diesem Loch drin versenken kann und die wirklich plan mit der Oberfläche abschließen. Ich mache das jetzt hier mal mit einer Faser von 2 mm, denn ich denke, das sollte reichen. Wenn nicht, kann man später wieder zurück ans Reißbrett gehen und das Ganze nochmal ändern. Zu guter Letzt fehlt natürlich auf der Oberseite noch ein bisschen was. Da möchte ich natürlich wieder das Makorama-Logo drauf haben. Das heißt, ich importiere das jetzt hier nochmal und drehe es nochmal um 180 Grad im Prinzip rum, weil ansonsten wird es später auf dem Kopf stehen und das möchte ich nicht. Und passe es von der Größe her ein bisschen an, dass es auf die Oberfläche drauf passt und auch stimmig aussieht. Und damit bin ich dann in der Lage, das Ganze dann später auch zu extrudieren. Das mache ich jetzt hier mit einem Millimeter, weil ich nicht möchte, dass es zu tief reingeht, sondern es soll sehr dezent sein und nicht zu tief in das Objekt einschneiden. Damit bin ich aber noch nicht ganz fertig, denn last but not least möchte ich noch diese relativ scharfen Kanten hier oben noch mal ein bisschen abmildern. Und genau dafür gehe ich jetzt hin und wähle hier noch mal die Faser aus, wähle die Kanten aus und gebe dem hier jetzt auch noch mal eine Faser von 1,5 mm. Einfach, dass die Oberfläche, wenn man jetzt so auf das Objekt von vorne drauf guckt, später, wenn es an der Wand hängt, einen schönen runden Abschluss gibt und das Ganze halt nicht irgendwie scharfkantig ist. Genau, das war schon. Ich würde sagen, das kann man soweit exportieren, auf den Drucker schmeißen und schauen, wie es rauskommt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Abonniert unseren Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr automatisch eine Benachrichtigung. In diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Happy Printing!